Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. So, ich habe hier was entdeckt. Durch Zufall. Ich habe letztes Mal nämlich die Aufnahme dann beendet, habe auch das Spiel beendet. Und habe gedacht, wenn ich jetzt neu lade, müsste ich die Erinnerung neu spielen. Muss ich aber nicht. Ich habe mich einfach hier befunden und habe dann... Ich habe mich hier befunden, kann man das sagen? Nein. Ich befand mich hier. Und habe diese Truhe entdeckt, ja. Ich hatte eigentlich vorgehabt, wenn ich die Erinnerung neu hätte spielen müssen, dass ich dann versucht hätte, direkt diesen 8-Minuten-Run zu schaffen. Aber ja, gut, dann spiele ich es einfach weiter. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich weiß trotz allem nicht, wo ich hin muss. Also ich muss da hoch. Da. Aber wir kriegen das alles hin. Wir haben bisher alles immer hinbekommen, das werden wir auch hinbekommen. Ah, okay, ich glaube... Da hängt jemand. So. Ah, warte mal. Vielleicht geht das ja. Ha! Ah, seht ihr? Es wurde aber nicht explizit erklärt in diesem Teil. Man muss schon den Vorgänger gespielt haben, um das zu können. Nur mal so am Rande. Okay. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einmal komplett hier rum müssen. Aber das ist auch nicht das große Problem. Ich weiß nur noch nicht genau, und da hätte ich auch gern eure Meinung zu, wie ich das machen soll, dass ich die... geht das? Nein, Ezio, du sollst da... Ich weiß nicht, ob das geht. Jawohl, es geht. Wie ich diese... Zum Beispiel in diesem Fall den 8-Minuten-Run. Wie ich das machen soll. Soll ich dann das einfach irgendwie offscreen machen und euch irgendwie dann irgendwann sagen, ah, ich habe es übrigens geschafft? Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja, ist äußerst nützlich, in der Tat. Oder soll ich quasi dann ein separates Video machen? Da gibt es ja auch quasi diese... Wie soll ich das nennen? Walkthrough-Videos, wo man dann sieht, okay, wie schaffe ich... das war knapp. Wie schaffe ich die und die Passagen der und der Zeit, dass ich dann einfach so ein extra Video jeweils mache für... Einfach mal eure Meinung, wie ihr das gern hättet. Weil ich tendiere fast dazu, dann ein separates Video jeweils zu machen. Für diese... Ich nenne es einfach mal Verstecke. Aber eure Meinung liegt mir trotzdem natürlich am Herzen. Gut, mir liegt es auch am Herzen, zu erfahren, wie ich hier weiterkomme. Ach, ja, danke. Vielen Dank, ja. Danke, Spiel. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Ich bin irgendwie heute Morgen so kurzatmig. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe keinen Frosch im Hals, aber ich bin kurzatmig. Da geht's nicht lang. Ach so, es geht. Okay, gut. Wow, okay. Okay. Der Balkon ist eigentlich... Ah, okay. Ich muss aber trotzdem... Nehme ich nicht. Okay, super. Alles klar. Ich habe mich übrigens dazu entschieden und werde es auch heute noch am Sonntag, den 9. September, ja, in die Tat umsetzen. Ich werde mal wieder ein drittes Let's Play simultan starten. Den Schatz der Anhänger Romulus nehmen. Okay, die beiden, nur der Dude, der hier oben stand, der ist weg. Er hat sich verdünnisiert. Nach wie vor stellt es natürlich die Frage nach den Truhen, ob ich die alle sammeln muss. Ich meine ja, ich weiß aber nicht. Ich hätte mich auch informieren können, es wäre aber zu einfach gewesen. Werde ich dann sehen, sonst, ich muss ja eh nochmal spielen. Die Truhe werde ich holen, das ist kein Thema. Also, das kriege ich irgendwie hin. Ich glaube, es geht auch gar nicht, dass man das Zeitlimit schafft und die Truhen sammelt, oder?
Weil ich glaube, da gibt es teilweise auch ein paar Abzweigungen und so. Ich weiß aber nicht mehr, ist so lange her. Ja, auf jeden Fall werde ich ein drittes Let's Play starten. Da ich noch nicht ganz sicher bin, welches es ist, weil ich tendiere stark zu einem, aber ich schwank noch ein bisschen mit einem anderen. Werde ich das jetzt noch nicht sagen, aber gut. Wenn ihr diesen Part hier seht, dann läuft dieses Let's Play schon eine Woche. Also von daher, ja. Schriftrolle 1 von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten. Zoomen und Bilddatei, Daten zu sehen. Oh, die sieht extremst cool aus, ja, muss man sagen. Ich würde jetzt sagen, das heißt Brutus, was da steht. Aber was weiß ich denn schon? Ich weiß nur, dass ich kurzatmig bin. Und dass ich da jetzt raus kann. Diese Schlüssel öffnen die geheime Schatzkammer der Anhänger Romulus. Karte öffnen, wie kann man es lokalisieren? Durch Luke in der Decke entkommen, machen wir das. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, warum ich ein drittes Let's Play starte. Erstens habe ich tierisch Bock auf eins dieser beiden Spiele. Und zum anderen... Ja, gut. Goldjunge. Und gut, das werde ich dann, wie gesagt, nachholen. Ich... Mal gucken, wie ich es mache. Und zum anderen ist einfach die Aufrufzahl sowohl von Assassin's Creed Brotherhood als auch von Uncharted 2 recht gering. Also ist leicht, also bewegt sich so im Mass Effect Rahmen ein bisschen besser. Aber die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Okay, wir folgen ihm. Machiavelli folgen, machen wir. Ich weiß, ob die jetzt einen Dialog führen. Roms Einkauf 52. Oh, Moment. Kann ich das machen? Dieses Gebäude. Nee, das mit dem Turm, okay. Ach, stimmt, da würden wir ja auf der. Ja, stimmt, da würden wir auf der Karte rechts ja dann sehen. Was für Gebäude da sind, wenn wir den Turm schon zerstört hätten. Okay, alles klar. Ja, und zum anderen will ich euch ein bisschen mehr Abwechslung bieten, weil Uncharted 2 und Assassin's Creed Brotherhood sind an sich ja... Ein Tunnelzugang? Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Gut, klingt gut. Tunnel betreten. Das ist natürlich richtig, richtig praktisch, weil Rom und das Umland ja auch nicht so klein sind. Ja. Diesen Tunnel müssen wir alle erstmal freischalten. Es sind recht viele, wie ihr seht. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. An verschiedenen Stellen in Rom. Und ja. Versteck Tiberinsel wäre jetzt unser... Ne, da sind wir ja gerade, oder? Das ist unser Ziel. Nee, ist unser Ziel. Okay. Alles klar. Ja, weil ich sagen wollte, ich will euch ein bisschen Abwechslung verschaffen, weil im Prinzip sind beide Spiele ja quasi Action-Adventures. Also es wird gekämpft. Hier mit Schwertern, bei Uncharted mit Schusswaffen. Und es wird viel gesprungen und Rätsel werden gelöst. Also vom Prinzip ähnlich. Ben trovato, Nicolo. Ah, Ser Ezio. Welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene.
dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Das klingt nach einem Plan. Ja, jetzt zum dritten Mal. Dritter Anlauf. Also ich möchte mehr Abwechslung bieten, auch mit einem anderen Genre. Oh, Sequenz 2 ist beendet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jo, hau das. Rom in Ruinen. Buonasera. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Das heißt, wir werden in dieser Sequenz jetzt Verbündete sammeln. Und wir befinden uns in Rom bei Nacht. Ein Schmied auf Zoom, eine Rüstung zu verbessern. Die Rüstung zu verbessern, nicht eine. Gut, das ist unser Versteck. Kartenordner. Alles klar. Rom. Wie kann ich rauszoomen? So kann ich rauszoomen. Okay, ich habe zu weit rausgezoomt, das haben wir schon mal gehabt, das ist das Problem. Ja, also ihr seht, es ist, wir haben etwas vor uns. Also ich denke mal, ich werde Assassin's Creed 2 von der Partanzahl überholen. Ja, ich denke mal, zumindest der Templar Assassin dürfte das jetzt schon beurteilen können. Vielleicht auch ein paar andere Leute. Ja, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir werden jetzt den Part nicht beenden, keine Sorge. Sondern wir werden den Animus verlassen. Oder? Nee. Ich wollte ja die Artefakte alle sammeln. Ich habe jetzt aber das Ding nicht, was ich brauche. Also das Ding, was ich Smartphone nennt mit der Karte. Ach, wir spielen einfach weiter. Ich habe noch bis Kapitel 8 Zeit, um eine Trophäe zu holen. Ja, Trainingsmission mache ich auch ein andermal. Ich spiele jetzt mal ein bisschen weiter. Wir fangen mal mit dem Aussichtsturm hier an. So, wir haben jetzt 48 Florin im Banktresor. Das ist sehr schön. So, der Aussichtspunkt ist da oben. Das ist gar nicht mal so hoch eigentlich. Aber egal. Was ist hier? Achso, das ist auch das Versteck. Und da ist eine Truhe. Sehr schön. Einmal Wolle gefunden. Ich glaube, bei Teil 2 haben wir keine Gegenstände gefunden in Truhen, oder? Ich meine nicht. Das ist jetzt auch, dann auch wohl neu, dass man auch... Was ist das? Achso, Wasser. Ich weiß, dass Wasser ist. Ich meinte jetzt, warum... Ja, egal. Warum hat er keinen Todessprung? Das wollte ich damit ausdrücken. Wir finden jetzt auch Gegenstände. Und wofür diese sind, das werden wir dann wohl noch erfahren, weil ich stehe gerade auf dem Schlauch. Aber die werden eine Bewandtnis haben, durchaus. Gut, da ist ein Symbol. Und dieses Symbol auf der Karte bedeutet nämlich Bank. Aber es ist noch ein bisschen blass, das Symbol, weil wir die Bank noch nicht aufgemacht haben. Beziehungsweise renoviert haben. Eröffnet haben, nicht aufgemacht. Die Bank für 900 Florin renovieren. Das Einkommen der renovierten Gebäude wird automatisch in die Tresore der Banken eingezahlt. Die Renovierung von Banken führt zu einer größeren Kapazität der Banktresore. Das klingt schon mal sehr sympathisch. Und da wir den Borgia-Turm neutralisiert haben, ist Roms Einkommen auf 292 Florin als Hans nun gestiegen.
Versuchen Sie eine Bank, um Ihr Einkommen abzuheben. Kommen Sie, bevor der Tresor voll ist. Überschüssiges Geld geht verloren. Sprechen. Kapazität. 7500 Florin passen rein, 48 sind drin. Spielergeld 2273. Das ist die Buchführung. Da sehen wir, wodurch wir Einnahmen beziehen quasi. Die Einnahmequellen. Das sind die Geschäfte. Renovierungen. Ja. Wahrzeichen, das ist auch eine Neuerung. Und die Wirtschaft. Also, es ist einfach umfangreich. Gut, die Nachfolger wurden alle, nicht alle, aber einige wurden noch umfangreicher. Das ist bekannt. Aber, ja. Gut, da sehen wir ein Kreuz. Das bedeutet nämlich Arzt. Und hier sind einfach sau viele Menschen mitten in der Nacht unterwegs. Ich weiß nicht, was die hier machen. Ein Pferd läuft auch hier rum. So. Die Arztpraxis für 650 Florin renovieren. Im Inneren stehen Medizin und Gift zum Verkauf. Außerdem finden sich rund um renovierte Arztpraxen roh mobile Ärzte mit ihren Karren ein. Gut, die habe ich, wo ich damals gespielt habe, äußerst selten benutzt eigentlich. Aber man weiß ja nie. So. Arzt. Komm, seid nicht schüchtern. 4 von 15. Also ihr seht, es gibt eine Menge Geschäfte in Rom. Rom ist echt groß. Jetzt heilen 48, das kann ich gar nicht. Apothekenbedarf, ging schnell verkaufen. Das wäre dann zum Beispiel jetzt eine Option. Wir haben ja vorhin Wolle gesammelt hier. Dafür würden wir 450 Florin bekommen. Ich weiß es aber nicht, ob wir das vielleicht, ob es auch Verbrauchsgegenstände sind. Ich weiß es nicht. Tomaten haben wir und Glas und Blutegeln. Hier können wir Medizin und Gift kaufen, haben wir beides voll. Dann brauchen wir nichts beim Arzt und vom Arzt. Und mit dem Arzt. Gut, da sehen wir einen Hammer. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich dabei um einen Schmied handelt. Für 800. Schmiede verkaufen Waffen, Rüstung und Munition. Die Renovierung von Schmieden führt zu Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Das ist richtig gut. Das heißt, wenn wir schlau sind und keinen notwendigen Bedarf an irgendwelchen Waffen haben, warten wir am besten, bis alle Schmiede renoviert sind, weil dann sind die Waffen am günstigsten. Oh, diese Stimme. Diese Stimme, ey. Reparieren. Gut, das ist, glaube ich, der Preis, glaube ich, immer gleich. Alles reparieren. Sind ja nur die Schulterteile. Aber wir werden nicht drum rumkommen, zwischendurch neue Gegenstände zu kaufen. Weil wir sonst einfach zu schwach sind. Ich lasse es erstmal. Ah, das ist schon im Besitz. Achso, mehr. Ach, die Stiefel können wir kaufen. Ne, können wir nicht. Aber wir nicht genug Geld haben, deshalb, okay. Waffen. Ja, ich lasse das erstmal. Ich habe eh kaum Geld. Ich muss noch ein bisschen warten. Nein, nicht wenn du diese Stimme hast. Ändere bitte deine Stimme, dann komme ich wieder. Ich muss bei dieser Stimme immer an RTL denken. Ich mag RTL nicht. So, ich mag eigentlich gar kein Fernsehen. Also, was ich gucke, ist, also im normalen Fernsehen, normalen TV, also was ich gucke, ist eigentlich Fußball, wenn es mal läuft. Ansonsten halt Sky, wobei ich jetzt Sky auch gekündigt habe und wohl auch nicht mehr abonnieren werde. So, warte mal, hier ist ein Borgia-Kurier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Alter, du scheiß Bürger. Nein, nein! Ich will den haben. Ja. Warte mal. Ah, der wird mir jetzt eh entwischen, den kriege ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Zu behäbig. Dezio ist auch nicht mehr der Jüngste. Wobei, der ist auch nicht gerade der Schnellste, der Kurier. Was machst du denn? Hä? Alter. Fang ihn doch. Oh, meine Güte. Das ist echt ein Trauerspiel gerade, ne? Templar Assassin, schau bitte weg. Tu es deiner Gesundheit zu. Liebe. Yeah. War das geil oder war das geil, ne? Nochmal. So, okay. Kann ich noch irgendwas mit dir machen? Nerven mit Drahtseil, ja. Kann ich den schlagen? Nee, natürlich den. Okay, alles klar. Gut. Ich habe 500 Florin gesammelt. Erfolg. Eigenes Geld und das ist Räuber. Ach, das war ein Räuber. Ich dachte, das wäre ein Borgia-Kurier, okay.
Auch nicht schlecht. Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Töpfe. So, okay, jetzt bin ich hier rumgeeiert. Achso, ich wollte ja die den Kunsthändler noch renovieren. In diesem Part. Ja, so eine Renovierung ist ganz schön anstrengend. Also wer schon mal seine Wohnung renoviert hat, oder das vielleicht sogar das ganze Haus, der weiß, wovon ich rede. Wenn man hier ganze Geschäfte renovieren muss, dann ist das nicht so ohne. Gut. Kunsthändler für 900 Florin renovieren. Bei Kunsthändlern können Schatzkarten und Gemälde für einen Assassinenunterschlupf gekauft werden. Die Renovierung von Kunsthändlern führt zu Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Gut, Kunsthändler. Schaut her, eines von Girlandaios. Gut, hier gibt es Gemälde. Das kennen wir schon aus dem zweiten Teil. Okay, teuer. Schatzkarten. Eine Karte kaufen, die die Standorte von Bürgerschatztruhen in diesem Bezirk anzeigt. So, das ist der Unterschied zum zweiten Teil, glaube ich. Da gab es keine Schatzkarten. Ja, aber das dafür habe ich nicht genug. Den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Okay, müssen wir erst eine Mission zu erfüllen. Geschäftsaufträge. Ah, okay. Okay. Jetzt macht das ein bisschen Sinn. Das sind Gegenstände. Wir müssen quasi Gegenstände sammeln und die dann quasi eintauschen, um diese Mission quasi zu erfüllen. Ja. Okay. Jetzt bin ich mir so ein bisschen auf dem Laufenden. Oh, hier ist noch. Ich habe vergessen, wie es heißt. Schneider, ja. Genau, gut, dafür habe ich einfach nicht genug Geld. Da ist aber was verschlossen. Das bedeutet, da ist nämlich ein Borgia-Turm. Und den können wir dann eigentlich im nächsten Part auch. Das mache ich auch, glaube ich. Ich guck mal kurz auf die Karte. Also, ich muss mich ein bisschen zurechtfinden. Das ist, wie gesagt, alles ein bisschen größer und opulenter als der zweite Teil. Was haben wir hier Schönes? Schatz des Romulus. Borgia-Turm. Tunnel. Ach du, hier ist der Tunneleingang. Schmied. Okay, dann will ich diesen Borgia-Turm. Ja, diesen Borgia-Turm werde ich mir vorknöpfen. Aber erst im nächsten Part. Ja. Ich gehe aber schon mal so ein bisschen dahin. Können wir uns das schon mal in Ruhe angucken. Komme ich jetzt überhaupt so hin, wie ich denke, dass ich da hinkomme? Eine Brücke gibt es hier offenkundig. Ach, ich erinnere mich daran, dass ich immer diese Brücke suchen musste. Ja, ich weiß. I know. So, dann würde ich sagen, bis gleich.